Hallo an alle. Beginnen wir unser Deutschunterricht. Das Thema heißt die Freizeit. Die Zeit. Время. Ort. Frei. Wo? Свободно. Außerdem die Kurzwelle sagt, die Freizeit. Wo? Ort. Meine Freizeit. Nennen. Wo? Ort. Also machen wir ein paar Übungen. Heute arbeiten wir an einem Film. Bitte seien Sie aufmerksam zu. Folge 6, der Käsemann. Das ist Foto, Hörgeschichte. Foto, Hörgeschichte. Hier sind die Fotos gegeben, 8 Fotos gegeben. Und jetzt hören wir, worum handelt es sich in diesem Film? Schauen wir Laras Film. Vor dem Hören machen wir ein paar Übungen. Aufgabe 1. Sehen Sie die Fotos an. Wer macht was? Zeigen Sie und sprechen Sie. Jetzt machen wir nur, sehen wir die Fotos an, aufmerksam. Foto Nummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hier ist der Wortschatz gegeben. Jetzt bitte hören Sie zu. Zum Beispiel einen Ausflug machen. Einen Ausflug machen. Welcher ist gut? Welcher Auto fahren. Auto fahren. Kulikschirbesuch. Wandern. Jayajirbesuch. Nachrichten schreiben. Nachrichten schreiben. Habarlamajasu. Ein Picknick machen. Ein Picknick machen. Picknick Resort. Gitarre und Mundharmonika spielen. Gitarre da hinaus. Telefonieren. Telefonieren. Von raus. Fotografieren. Fotografieren. Zürich. Jetzt bitte machen Sie Notizen. Hören Sie aufmerksam die Fotos. Ja, Geschichte. Das Wetter ist nicht so schön heute. Überall Wolken. Und die Sonne scheint auch nicht. Aber es regnet nicht mehr. Das ist doch super, oder? Was meint ihr? Stimmt, das ist super. Haben wir die eine Aufgabe gemacht mit der während des Hörens? Bitte das Bild oder das Foto Nummer 1. Was haben Sie erfahren? Da waren Walter, Lilly, Sophie und Lara. Sophie fährt Auto. Foto Nummer 2. Bitte machen Sie Notizen. Hören Sie aufmerksam zu. Sag mal, Sophia, hast du den Käse? Den Käse? Moment mal, wo ist denn der Käse? Ach. Was? Haben wir den Käse nicht dabei? Doch, hier, Papa. Ich hab den Käse. Hier ist er, siehst du? Ja. Juhu. Papa. Wunderbar. Gehen wir? Lara? Lara? Kommst du? Wir gehen jetzt los. Ja, Sophia. Ich komme ja schon. Wann essen wir endlich? Bald. Mama. Wann essen wir endlich? Bald, Lilly. Aber wann denn? Mann, ich habe so einen Hunger. Hast du denn keinen Hunger, Lara? Lara? Mann.
Ach, hier ist es wunderschön. Hast du denn keinen Hunger, Lara? Doch. Und wie? Hier. Möchtest du ein Würstchen? Oh ja, gern. Danke, Sophia. Lecker. Lilly, möchtest du auch ein Würstchen? Nein, danke. Was? Hast du keinen Hunger mehr? Doch, aber ich möchte lieber Käse. Haben wir keinen Käse? Doch. Wo ist denn der Käse, Papa? Der Käse! Ja, Lara? Ich bin jetzt da. Ja, auf dem Parkplatz. Was? Eine Dose? Und wo ist die Dose? Auf dem Auto. Ah, da! Ja, ja, ich sehe die Dose. Okay. Ja, mache ich. Also, tschüss dann. Bis gleich. Hi. Hallo. Hier kommt der Käse. Hey, toll. Unser Käse. Sophia und Lilly, das ist Tim. Tim ist auch in der Sprachschule. Hey, du bist ja der Käsemann. Genau, Lilly. Ich bin der Käsemann. Hallo, Tim. Wir kennen uns ja schon. Ja, Herr Baumann. Ach was. Ich heiße Walter. Okay. Also, hallo, Walter. Es ist so super hier. Genau. Die Berge und die Wolken. Das ist so toll. Hallo, ihr zwei. Tschüss. Also, wir haben Laras Team angesehen. Jetzt machen wir solche Aufgaben. Das Hören und jetzt nach dem Hören. Nach dem Hören machen wir solche Aufgaben. Aufgabe ist so. Die Teilnehmer, das heißt die Studenten, jeder von ihnen übernimmt die Rolle von Sophia, Lilly, Walter, Lilly und Tim und stellen pantomimisch dar. Das heißt, was sie stellen die Foto der Geschichte pantomimisch dar, was sie hören. Das wird ein kleines Theaterstück mit Mimik und Gesten. Das ist die Aufgabe nach dem Hören. Dafür gebe ich euch 10 Minuten. Bitte machen Sie diese Aufgabe. Dabei gebrauchen Sie bitte diese Wörter, ja, diese Wortgruppen und Verben. Übung 3. Was ist richtig? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Hier sind die Antworten gegeben und Sie sollen die richtige Antwort finden. Zum Beispiel A. Das Wetter ist sehr schön, nicht so gut. Das richtige Antwort, das Wetter ist nicht so gut oder sehr schön. Natürlich sehr schön. Die Sonne scheint. Das ist wunderbar. B. Familie Baumann und Lara machen einen Ausflug. Sie gehen los, aber Sophia vergisst die Gitarre-Dose. Was ist die richtige Antwort? Was vergisst Sophia? Natürlich die Dose. C. Lilly hat durch Hunger. Hier eine Wortgruppe. Ja, Hunger haben. Harnaschu. Durst haben. Schüldio. Was möchte Lilly? Hatte sie Durst oder Hunger? Ja, natürlich. Sie hat, das heißt, Lilly hat Hunger. D. Lilly möchte keine Würstchen, keine Käse essen.
Was wollten Sie? Was möchte Lilly? Sie möchte keine Würstchen essen. Er, Lara, schreibt eine Nachricht an Tim. Ruft Tim an. Der richtige Antwort. Lara schreibt eine Nachricht an Tim. Tim, bring die Mundharmonika-Dose. Die richtige Antwort ist Dose. Tim bringt die Dose. F, alle finden. Es ist so schön interessant hier. Alle finden. Es ist so interessant hier. Also, die nächste Aufgabe. Wir haben an der Foto-Hörgeschichte gearbeitet. Haben ein Theaterstück mit Mimik und Gestik gemacht. Die nächste Aufgabe. Wandern Sie gern. Die Fragen beantworten. Und Sie, wandern Sie gern? Machen Sie gern Picknick? Machen Sie gern Musik? Erzählen Sie. Bitte, für diese Aufgabe haben Sie auch etwa 7 Minuten. Dann fragen Sie einander, ein Gespräch führen wir. Einer fragt die zweite oder die andere antwortet auf die Fragen. Auf welche Weise erfahren wir, ob Sie wandern, ob Sie gern wandern oder ob Sie gern Picknick machen. Die nächste Aufgabe. Ah, das Wetter ist nicht so schön. A1, ordnen Sie zu. Hier sind die Bilder gegeben. Und Sie müssen diese Sätze mit den Bildern verbinden. Das heißt, die richtige Antwort da finden. Dabei helfen die Bilder. Es regnet. Jean-Ger schaut zu. Bild D. Es sind 25 Grad. Es ist warm. Bild B. Die Sonne scheint. 5 Schritte. Bundeswege. F. Es ist windig. Bild C. Es sind nur 7 Grad. Es ist kalt. G. Es schneit. A. Es ist bewölkt. Auerbuchter. E. Die nächste Aufgabe. Sehen Sie die Karte an. Fragen Sie und antworten Sie, wie ist das Wetter in Norddeutschland? Gut, die Sonne scheint. Und wie ist das Wetter? Und so weiter. Sie müssen einander fragen und dabei hilft Ihnen die Karte. Erst bitte. Im Norden, Kompass, im Norden, im Osten, im Süden, im Westen. Das benutzen Sie beim Gespräch. Wie ist das Wetter? Auraya Kanda. Gut. Sie können so antworten. Gut. Klasse. Schön. Jeremir. Schlecht. Nascha. Nicht so gut. Schachtimir. Schön. Super. Ja. So. Auf solche Weise fragen wir auf das Wetter und antworten wir. Die nächste Übung im Arbeitsbuch auf der Seite 63 im Arbeitsbuch. Übung A1. Wie ist das Wetter in Deutschland? Sehen Sie die Karte an und ergänzen Sie. Da ist die Karte von Deutschland und das hilft Ihnen. Die Sonne, Beispiel. Die Sonne scheint. Es ist kalt. Es sind 0 Grad. Das ist in Hamburg. Die nächste Übung. Ergänzen Sie Übung 2. Hier in Klammern sind die Wörter ein Wort gesteckt und Sie müssen dieses Wort finden. Heute ist das Wetter super. Die und so weiter. Diese Aufgabe machen Sie schriftlich. Bitte schreiben Sie. Die nächste Übung. Üben wir schreiben. Er schreibt Training. Übung 8. Grüße aus dem Urlaub. Schreiben Sie.
schreiben Sie hier eine Nachricht an Ihre Freundin oder an Ihre Eltern. Dabei helfen Ihnen solche Wörter. Wir, 2 Wochen, Griechenland, Wetter, Sonne, Scheinen, 35 Grad, alles sehr schön. Danach arbeiten wir an einem Text. Textarbeit. Wie arbeiten wir? Hier sind 3 handelnde Personen. 3 Personen. Jean, Enrique und Ping Pai. Das sind 3 Menschen aus verschiedenen Ländern. Aus verschiedenen Ländern. Jean zum Beispiel aus Kanada, Enrique aus Argentinien und Ping Pai aus China. Ja, aus China, aus Guangzhou. Bitte lesen Sie aufmerksam diese Texte vor und dann beantworten Sie. Finden wir, was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B, C, D, E, F. Hier sind die Sätze gegeben und Sie müssen nach dem Lesen die richtige Antwort finden. Auf solche Weise für heute machen wir solche Aufgaben. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.